Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. Insgesamt muss man schon sagen, dass das heute nicht unsere beste Leistung war. Sind eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen, haben auch vielleicht nicht ganz folgerichtig, aber auf jeden Fall kam das 1-0 nicht aus dem Nichts. Trotzdem wollten wir dann schon viel, viel weiter vorne Druck auf den Ball kriegen. Das haben wir gar nicht geschafft und haben dann auch immer wieder Räume vor der Kette freigegeben, haben es dann aber grundsätzlich immer noch in letzter Instanz geklärt gekriegt. Und zweite Halbzeit hatten wir irgendwie gar keine Kontrolle mehr über den Ball. Wir hatten keine zweiten Bälle mehr. Wir haben auch einfache Bälle nicht angebracht und so halt natürlich komplett Spielkontrolle abgegeben. Dortmund hat dann natürlich ein Übergewicht gehabt und dann ist es klar, dass man dann vielleicht auch nicht mehr jede Chance verhindern kann. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war kein Elfmeter. Das sieht für mich so ein bisschen so aus, als ob er einfädelt. Aber gut, wollen wir da jetzt nicht die Schuld dran suchen, sondern insgesamt war es zu wenig für heute. Ja, ich glaube, dass wir hinten raus uns echt haben sehr, sehr tief in unsere eigene Hälfte drücken lassen von den Dortmundern. Wir wussten, was auf uns zukommt, eine spielstarke Mannschaft. Nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich auch nochmal mit den frischen Kräften versucht, da Nadelstiche nach vorne zu setzen. In der einen oder anderen Situation ist es uns, glaube ich, auch geglückt, dass wir da gefährlich vors gegnerische Tor kamen. Aber nichtsdestotrotz stehen wir hier mit leeren Händen und sind sehr, sehr enttäuscht natürlich, weil wir nahtlos natürlich ans Aue-Spiel eigentlich anknüpfen wollen und die 3 Punkte hier in Zwickau behalten wollen. Ja, definitiv bei der Ausgeglichenheit der Liga, ganz klar. Nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, wollten wir ans Aue-Spiel anknüpfen. Ich glaube, die Einstellung war heute wieder sehr, sehr gut. Nur, dass wir heute vielleicht in den entscheidenden Situationen dann nicht achtsam genug waren oder entscheidende Fehler dann halt gemacht haben. Naja, also grundsätzlich nicht und wir schon gleich gar nicht. Also unterschätzen werden wir hier gar keinen Gegner, das haben wir heute nicht getan. Wir haben auch immer wieder unter der Woche darauf hingewiesen, dass das Spiel ein komplett anderes wird. Und es war auch heute allgemein irgendwie eine ganz komische Stimmung irgendwie im Stadion. Es war so, irgendwie wie so eine Last, die letzte Woche abgefallen ist mit diesem Derby-Sieg. Und es war schwer zu erklären, wie das heute so vom Feeling war, aber es hat sich anders angefühlt. Ja, eigentlich habe ich den Ball sogar, glaube ich, nicht ganz so gut mitgenommen und treffe ihn dann halt endlich mal gut. Die letzten Wochen habe ich es ja das ein oder andere Mal auch versucht, hat nicht ganz so hingehauen. Aber klar, habe ihn sensationell getroffen und ich glaube, sind auch verdient da so früh in Führung gegangen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV.